Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark im Überlebensmodus. Ja, wir haben es wieder geschafft, hier oben bei der Hütte zu sein, bei der Vorarbeiterzuflucht. Unser Bärenfell haben wir geholt, unseren Schlafsack repariert. Wir haben unsere Vorräte aufgefüllt, sind ein bisschen überladen. Sollte aber eigentlich kein Problem sein, bis wir halt klettern müssen. Und ja, jetzt müssen wir erstmal wieder am Bären vorbei. Nur, wo ist der Bär? Er ist genau da vorne, ich raste aus. Er ist irgendwo da vorne. Natürlich ist er genau da, wo wir lang müssen. Da ist er. Das Gute ist, dass er da hinten lang geht. Er geht da hinten lang. Wir müssen da lang. Beobachte ihn noch mal ein Weilchen und werde mich langsam auf den Weg machen, ihn zu umrunden. Jetzt kommt er zurück, dieser dreckige kleine Pissbär. Ich raste aus. Junge. Wir sind überladen, jetzt zu sprinten. Das ist halt alles schwierig. Hier bin ich safe, weil hier kann ich reingehen. Vielleicht sollte ich mich auch mal richtig davor stellen. Ich will ihn eigentlich gar nicht erschießen. Wenn er mir so kommt, dann kriegt er ein paar aufs Maul. Sorry, aber der Kamel ist doof. Er hat jetzt geschrien wie ein Großer. Da musste ich leider meine Macht demonstrieren. Och Mann, ich will doch nur hier weg. Ich will nicht mal den Bären töten. Das wollte ich auch beim letzten Mal nicht. Das war ja dieser verfluchte Bär, den man nicht töten wollte, aber musste. Ah. Sind wir schon wieder in der gleichen Situation? Ich will ihn nicht töten, eine Sekunde später ein Schuss. Aber er hat mich zuerst angeschrien, ihr habt's gehört. Er hat sich aufgebäumt. Er hat geschrien wie ein Großer. Ja, keine Ahnung, wir schlafen mal eine Stunde. Träumen von Bergi. Ich habe ihn auf jeden Fall erwischt. Bergi? Tut mir leid, es war ein Versehen. Sorry.
Ah, es ist mal wieder spannender, als ich das eigentlich möchte. Ich werde mal ganz kurz, ich werde ihn jetzt essen. Das klingt komisch, aber es ist ja er, den wir hier quasi gerade essen. Er lebt zwar noch, aber wir essen ihn. Wir wollen ja nicht unhöflich sein, Bershi, oder? Ich kann hier nichts hinlegen, kann ich das da hinlegen? Wir opfern dir ein Stück von dir selbst. Jetzt sind wir nicht mehr so krass überladen, können ein Stückchen schneller gehen. Das reicht uns ja immer noch zur Wegzehrung, sag ich mal. Ich hoffe, er nimmt meine Opfergabe an und ist damit zufrieden. Ich auf jeden Fall mache mich vom Acker. Wir haben ihm nochmal eine Erinnerung dagelassen, indem wir ihn mal angeschossen haben. Ich weiß nicht, ob er daran sterben wird. Wenn er daran stirbt, mein Gott, dann ist es halt leider so. Ich wollte ja, wie gesagt, nicht, dass er stirbt. Ich wollte einfach nur, dass er sich verpisst. Mehr wollte ich nicht. Oh, welch eine Erleichterung. Wir haben es geschafft. Unseren Bärenfell-Schlafsack konnten wir reparieren. Wir haben den Bärenfell-Mantel dabei. Wir haben genug Verpflegung für den Rückweg definitiv dabei. Es läuft tatsächlich positiver, als ich gedacht hatte. Ich hatte echt große, große Angst, als wir diesen ganzen Weg jetzt hier, als ich gesagt habe, wir laufen hier nochmal die ganze Karte entlang, dass es echt eskalieren könnte. Ich dachte halt, seid ihr mal nicht so sicher? The Long Dark und mal eben so in Wege gehen ist nicht. So, wir sind jetzt. Hier sind wir lang. Die Höhle hatten wir irgendwie noch gar nicht markiert gehabt, sehe ich gerade. Können wir da mal nachholen? So, jetzt ist sie auch markiert. Hier lang, dann müssen wir eigentlich nur uns an der linken Seite an der Wand halten und kommen somit letzten Endes zum Seil. Die große, große Frage ist, was werden wir auf dieser Zwischenebene vorfinden? Wird dieser Loot oder die Entdeckung ein Wow sein oder wird es eher ein enttäuschendes Wow sein? Das ist hier die Frage. Welche Art von Wow werden wir hören? Kann da ruhig mal liegen bleiben. Und hier kommt auch eigentlich kein Wolf mehr. Das letzte Mal hier war ja weit und breit kein Wolf. Da unten ist ja die Ebene, in dem wir wieder zurück zum Wolfsberg kommen. Hallo Sid, grüß dich. Frohes neues Jahr, Sid. Falls ihr euch in der Folge jetzt wundert, frohes neues Jahr. Ja, ich habe an dem Wochenende nach Neujahr habe ich sehr, sehr viele Folgen aufgenommen. Ich glaube auch, dass es da dann die nachfolgende Woche keinen Stream geben wird. Müsst ihr dann spontan schauen auf Facebook oder Twitter oder halt auch selber abonnieren und auf Twitch und sehen, ob ihr eine Meldung kommt, wenn ich live bin.
Aber ich gehe mal davon aus, dass wir nicht streamen werden. Ich habe jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Folgen aufgenommen. Und wir haben noch Folgen im Petto. Ich glaube, damit kommen wir gut voran. Ich werde das spontan entscheiden. Ich kann jetzt noch nicht hundertprozentig sagen ja, ich kann auch nicht hundertprozentig sagen nein. Und falls doch, wird es halt ein kürzerer Stream werden. Aber dafür haben wir jetzt diese Karte hier gerockt und ja, das war ja jetzt auch etwas Tolles, dass wir diese Karte hier mitnehmen konnten. War jetzt so voller Ehrgeiz, dass ich auch Lust wirklich dazu hatte, die Karte zu Ende zu bringen. Weil, wenn ich jetzt nochmal warten würde, bis nächstes Wochenende, für das bisschen, in Anführungszeichen, wenn ich den Plan schon hatte, was ich machen wollen würde, wäre das ja auch Quatsch gewesen. So, jetzt sind wir an der berühmten, einen berühmten Feuerausblick. Und hier werden wir erstmal speisen, wir werden was trinken. Wir werden mal gucken, dass wir Platz schaffen werden zum Klettern. Das, oh wow, ich habe die anderen Birken Dinger da gelassen. Ich habe die abgelegt zum Trocknen. Ist aber nicht schlimm, weil die hier sind die getrockneten. Die anderen waren nicht getrocknet und letzten Endes, guck mal, wir haben jetzt sowieso zu viel Gewicht. Also ist jetzt nicht so schlimm, dass ich die liegen lassen habe. Ich renne jetzt nicht nochmal zurück, aber ist jetzt auch, wie gesagt, nicht so schlimm. Das Problem ist. Das Problem ist halt einfach das Kletterseil, sind wir mal ehrlich. Vielleicht kann ich ja nochmal hochklettern und dann den Krempel holen, den ich jetzt hinschmeiße. Geh runter, mach das Seil dran, kletter dann wieder. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Machen wir es vielleicht so. Nee, Sakari, ich gehe nicht nochmal zurück. Also, das Abenteuer tue ich mir nicht an. Zweimal reicht. Also einmal ist ja schon krass, aber zweimal. Ja, ich weiß auch nicht, das Hochklettern und jetzt für ein bisschen Fleisch. Also fürs Holz lohnt sich das gar nicht. Gucken wir gerade, wie viel Fleisch haben wir noch da. Ja, es lohnt sich eigentlich auch nicht. Wir werden nicht verhungern. Hoffe ich. So, aber ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Ich sollte mal lieber die Pistole in die Hand nehmen. Denn hier waren wir noch nie. Das hier sammeln wir auch mal eben ein. Wir haben es auf der ganzen Karte mitgenommen, dann nehmen wir sie jetzt auch mit. Wenn wir jetzt sagen würden, nö, das lasse ich jetzt liegen, ist jetzt auch Quatsch. Oder hängen in dem Fall. So, wir markieren es mal eben hier. Ja, viel konnte man jetzt hier nicht sehen, aber vielleicht gleich. Hier ist das Haus, was wir von unten gesehen hatten. Siedlerruhe. Okay. Interessant. Komm, wir gehen direkt rein. Was soll's? Ich wollte jetzt erst überlegen, das Seil anzubringen, aber wir gucken direkt hier mal. Oh, guck mal, hier ist sogar ein Kamin und alles. Alles schön ansehnlich hier. Das lassen wir mal da liegen. Nehme ich mit, das lasse ich liegen. Die Socken lasse ich liegen. Ah, ich wollte die Patrone haben, verdammt. Gießkappe lassen wir auch liegen. Ah, Muni, noch mehr. Ja gut, also Muni-technisch ist das schon mal. Ja, ist schon nicht schlecht hier. Ah, guck mal, noch ein Kletterseil. Ich schleppe die ganze dieses blöde Seil rum. Ich raste aus. Ich raste aus. Die ganze Zeit schleppen wir das Seil mit uns rum. Aber ich wusste es nicht. Hätte ja sein können, dass hier kein Seil ist. Und dann bist du hier und ja, hast alles umsonst gemacht. Da haben wir schon mal reingeguckt. Ja, ist nicht schlecht, der Loot. Ist okay. Holzkohle. Mal erstmal mit, aber.
Dann gucken. Ja, toll. Zack, hat sich das schon mal erledigt. Essen wir hier was von. Trinken ein bisschen was von dem Rest, den wir noch haben. Ach so, den Revolver können wir ja entladen. Ist entladen, legen wir ab, weil wir haben unseren Revolver, der ist besser. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir raus und bringen das Seil an. Damit wir die Karte verlassen können. Aber hat sich trotzdem sehr gelohnt, hier hinzukommen. Viel Munition. Bisschen was zu essen, das meiste war jetzt bei mir vergammelt, aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Aber die Muni, die ist auf jeden Fall lohnenswert. Kohle lasse ich liegen, lasse ich liegen, lasse ich liegen, lasse ich alles liegen. Okay. Nicht mal mit. Man weiß ja nie. Das war mal ein Fahrstuhl, vermute ich mal. Hier. Ah ne, ich dachte, hier würde jetzt auch nochmal Streichholzschachtel liegen. Das hätte jetzt gepasst zum Abschluss. Kletterseil legen wir an. Beladen sind wir halt immer noch. Aber ich glaube auch, wir sollten schlafen. Zumindest für 2, 3 Stündchen. Hier drinnen machen, weil ja, ist halt überdacht. Damit wir in Ruhe runterklettern können. Es ist nicht so ultimativ hoch, aber lieber ein bisschen ausgeruhter sein. Also bei mehr als die Hälfte, das sollte schon gehen. Essen hier den Rest. Trinken den letzten Schluck. Und ach so, das haben wir auch noch. Ja, müssen wir dann wann anders lesen. Jetzt gerade ist das unpassend. Hatte ich das da eben aufgesammelt noch? Dachte, ich hätte das liegen gelassen. Egal, jetzt haben wir sowieso genug Gewicht gespart. Wir brauchen keine Kletterseile mehr. Wir kennen die Wege. Wetter will uns jetzt ein bisschen verarschen. Ja, das war auf jeden Fall diese Ebene, die wir jetzt hier absolviert haben. Auf nach unten. Und jetzt sind wir ja quasi, um das nochmal zu ver deutlichen. Wir sind jetzt hier gewesen, sind jetzt hier runtergegangen. Jetzt müssen wir hier lang, um die Karte zu verlassen. Machen wir mal eben. Hebe ist natürlich jetzt gerade ungünstig, weil ich kenne den Weg jetzt natürlich noch nicht auswendig. Bin ich erst einmal kurz lang gegangen. Aber ich denke mal, wir werden das jetzt schon finden. So weit weg war das ja jetzt alles nicht. War ja in der Nähe vom Wasserfall. Ich glaube, ich schon höre. Hirsch, das ist alles gut. In der Ferne hören wir Wolfsgeheule. Glaube ich, hier vorne sein. Auf jeden Fall auf den gefrorenen Fluss. Jetzt hier hoch.
mein Gedächtnis hat uns nicht im Stich gelassen. Ja, dann haben wir jetzt tatsächlich den Asche-Canyon oder die Asche-Schlucht komplett abgeschlossen. Wir haben alle Orte entdeckt. Wir haben, würde ich behaupten, den ganzen interessanten Loot mitgenommen, den es hier gibt. Also hier habe ich wirklich sehr viel mitgenommen auf der Karte letzten Endes. Sogar halt auf die Bartflechte und Co. und dies und das. So insgesamt gibt es tatsächlich nicht viel Loot, den man jetzt, sage ich mal, als wertvolle Ware mitnehmen kann. Ist tatsächlich etwas wenig. Wenn wir mal ehrlich sind. Aber dafür lohnt sich das für den Rucksack und für... ja, für den Rucksack und für die Spikes auf jeden Fall. Den Hammer lasse ich definitiv hier liegen. Den brauchen wir nicht mitnehmen. Denn das ist ja jetzt dann albern. Da ist natürlich jetzt viel rumgeklicke, aber ja, so ist das hier mit den ganzen einzelnen Teilen. Jede Menge einzelne kleine Patronen und überhaupt. Jo, wie gesagt, wir sind noch nicht mal überladen jetzt. Also wenn man jetzt so sieht, das ist der Loot, den wir mitgenommen haben. Viel Naturkram, also Bartflechte, Birkenhäuser, da haben wir sogar noch welche da gelassen. Wir haben noch nicht mal alles an Birke mitgenommen. Dann viele Federn, die haben wir mitgenommen, die brauchen wir auch für unsere Pfeile dann auf lange Sicht. Ich habe sogar noch Holzkohle übrig, kann ich den Rückweg besser markieren, weil hier war ich auf der Karte etwas schlampig. Den Bogen, ein Buch, das wir noch lesen können, selbst das habe ich noch mitgenommen. Hätte ich, normalerweise würde ich sowas ja vorher noch lesen, damit ich das als Ballast wegschmeißen kann. Ja, Lebensmittel haben wir jetzt nicht so viele mehr übrig. Getränke haben wir nichts mehr da. Können wir aber bei dem Haus am See können wir das machen. Also uns zu trinken machen. Ja, letzten Endes ist der Loot bescheiden insgesamt auf der Karte vom von der Ascheschlucht. Hier können wir es nochmal angucken. Also war eine sehr, sehr gute Karte. Kann ich nur jedem empfehlen, vor allem als Startkarte, um sich hier in der Goldmine den Rucksack zu holen und die Spikes. Das lohnt sich alle Male, kann ich nur empfehlen. Und ansonsten vom Loot so lohnt sich das Ganze nicht, muss ich gestehen. Wie gesagt, hier die Goldmine und hier hinten bei der Siedlerruhe findet ihr nochmal viel Munition. Ansonsten war der Loot hier überall, sind wir mal ehrlich, es lohnt sich nicht. Es ist interessant, das alles zu sehen, die Ausblicke und die Gefahren über diese Brücke zu gehen. Keine Frage, ist ein Blick wert. Selbst der Loot hier bei der Anglerhütte war auch bescheiden, aber also Place to be, Goldmine und hier hinten für die Munition nochmal, um da was abzugreifen. Das sind die wichtigsten Orte meiner Meinung nach. Entdecken kann man hier das natürlich auch, wenn man mit dem Bären sich auseinandersetzen will, aber ansonsten würde ich die anderen Orte jetzt hier sind halt zum Durchlaufen gut, aber zum genauen Erkunden lohnt es sich meiner Meinung nach nicht wirklich. Gut, das war's auf jeden Fall mit dieser Karte. Welche Karte wir als nächstes machen werden, das und mehr erfahren wir in der nächsten Folge im nächsten Livestream. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Zeigt es doch gerne mit dem Daumen nach oben. Ich bin raus und sage bis dahin. Tschüss.